Wir machen mit dir zusammen jetzt Merengue. Und zwar die Figur Brezel. Im Merengue, den Grundschritt, er startet links, Dame rechts, hatten wir ja schon mal so ein bisschen die Dame drehen lassen. Wir haben unseren Grundschritt gemeinsam locker in den Hüften bleiben, schön kleine Schritte. Um die Dame drehen zu lassen, brauchten wir nur die linke Hand hochzunehmen und die können die Dame rechts rum drehen lassen. Wenn wir den Arm oben lassen und die Hand so ein bisschen wie ein Lasso um uns herum führen, kann der Herr drehen und wir können die Dame erstmal wieder ranziehen. Das war unser Damen- und unser Herrn-Solo. Das wollen wir nutzen, um in eine Doppelhandhaltung zu kommen. Wir machen das einmal gemeinsam. Er startet links, Dame rechts zur Seite. Und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Schön weiterlaufen. Wir nehmen die linke Hand hoch, geben der Dame mit der rechten Hand noch ein bisschen Schwung, damit sie rechts rumdrehen kann. Er hält die linke Hand oben, dreht links herum unter den gefassten Händen her und wir reichen der Dame am Ende beide Hände. Von hier aus lassen wir die Dame noch einmal drehen und zwar wieder rechts herum. Diesmal halten wir aber die rechte Hand unten feste. Also locker festhalten, die Hände müssen sich ganz sanft ineinander drehen können. Wir lassen die Dame rechts rumdrehen, er wandert währenddessen um die Dame herum. Und wenn wir die rechte Hand hier festhalten, stehen wir in einer Brezel. Man kann das mal einmal von hinten zeigen, dass man das so ein bisschen sehen kann. Eigentlich ist es nichts anderes als eine liegende Acht, die die Arme hier beschreiben, nennt sich aber Brezel. Machen wir noch einmal Doppelhandhaltung, die linke Hand hochnehmen, die Dame rechts rumdrehen lassen, er wandert währenddessen ein wenig um die Dame herum. In dieser wunderbaren Brezelposition können wir auch gerne erstmal auf einer Kreisbahn vorwärts umeinander herumlaufen. Wir können die Dame natürlich auf die gleiche Weise wieder ausdrehen, wie wir sie eingedreht haben, dann landen wir wieder in der Doppelhandhaltung. Aber wir haben ja noch eine schöne Variante vor. Wenn wir die Dame eingedreht haben und umeinander herumgelaufen sind, lässt der Herr jetzt die rechte Hand hinter dem Rücken der Dame los und er selber wandert weiter an der Dame vorbei und dreht sich dabei links herum, sodass seine linke Hand auf seiner eigenen rechten Schulter landet. Zusätzlich kann er ihr noch die rechte Hand hinhalten und wir können auf einer Kreisbahn umeinander herumlaufen, er rückwärts, die Dame vorwärts. Okay, bis dahin noch mal ganz langsam. Der Eingang war aus der Doppelhandhaltung die Brezel. Die Dame rechts herumdrehen lassen, er wandert um die Dame herum. Wir laufen vorwärts auf einer Kreisbahn umeinander herum. Er lässt die rechte Hand hinter dem Rücken der Dame los und dreht sich dabei ein wenig links herum, sodass er die Dame auf seiner linken Seite hat und er die eigene linke Hand auf seiner rechten Schulter. Und wir laufen wieder auf einer Kreisbahn, er rückwärts, die Dame vorwärts. Von hier aus können wir die Dame einmal grabbeln lassen. Und zwar lässt er im Schwung heraus aus dem Rückwärtslaufen seine linke Hand auf seiner Schulter los. Und dann kann die Dame an seinem Rücken entlang gleiten. Und ich reiche ihr von hier aus sofort meine linke Hand. Sie grabbelt quasi am ganzen linken Arm lang. Ah, das können die Herren schön genießen. Am Ende drehen wir die Dame noch einmal unter der linken Hand her und zwar links herum. Dann darf er ein bisschen grabbeln, nimmt die Dame entweder wieder in die Doppelhandhaltung oder in die Tanzhaltung. Kommt ganz darauf an, was er danach führen möchte. Okay, das Ganze noch einmal langsam. Wir haben gestartet mit der Brezelposition. Wir laufen umeinander herum. Er dreht in den Schal ein. Wir laufen umeinander herum. Er löst die linke Hand, reicht der Dame die linke Hand, dreht sie noch einmal, nimmt sie in die Tanzhaltung und wir können wieder von vorne starten. Als erstes, damit wir aus der Tanzhaltung in diese Doppelhandhaltung kommen, hatten wir noch unsere Damen- und unsere Herrendrehung. Also Grundschritt tanzen, linke Hand hochnehmen, mit der rechten Hand die Dame rausdrehen, er dreht, ihr beide Hände reichen, sie dreht rechts herum in die Brezel. Umeinander herumlaufen. Er nimmt die linke Hand auf seine rechte Schulter, umeinander herumlaufen. Er lässt die linke Hand los, sie darf grabbeln. Wir drehen die Dame zum Abschluss noch einmal, nehmen sie in die Tanzhaltung und können von vorne starten. Man kann natürlich auch eine Endlosschleife daraus machen, wenn ich am Ende die Dame links herum drehen lasse und grabbel weiter an ihrem Arm entlang, bin ich wieder in der Doppelhandhaltung und könnte direkt auch noch einmal die Brezel tanzen. Wow! Wir werden das Ganze einmal mit Musik testen, beginnen in der Tanzhaltung und erstmal mit dem Damen- und Herren-Solo, damit wir in die offene Gegenüberstellung kommen. Viel Erfolg dazu. Kleine Schritte, locker in den Hüften bleiben. Genießt die Musik. Er beginnt links, Dame rechts. 5, 6,
5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4. Wir drehen die Dame rechts herum. Er dreht links herum. Reichen ihr beide Hände, drehen die Dame rechts herum ein. Laufen umeinander herum. Er dreht, linke Hand auf seine Schulter. Linke Hand lösen, sie grabbeln lassen, Dame noch einmal drehen und die Dame ranziehen in die Tanzhaltung. Sehr schön, das Ganze noch einmal. Dame drehen lassen. Er dreht. Hände reichen. Dame eindrehen. Umeinander herum. In den Herrenschal. Dame grabbeln lassen. Dame ausdrehen. Ich fand das so schön, ich muss das gleich noch einmal machen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Figur. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.